Der Bahnhof Husum ist der einzige Bahnhof in der Stadt Husum und stellt einen wichtigen Bahnknoten in Nordfriesland dar. Hier treffen sich die Bahnstrecken aus Hamburg, Westerland auf Sylt, Kiel und Bad St. Peter-Ording und bilden einen Taktknoten. In dieser Dokumentation erfahrt ihr viel Interessantes über die Stadt Husum, die Geschichte des Bahnhofes, den Aufbau des Bahnhofs sowie den dortigen Zugverkehr mit den eingesetzten Fahrzeugen. Viel Spaß! Beginnen wir zunächst mit ein paar Infos zur Stadt Husum. Husum ist die Kreisstadt des Landkreises Nordfriesland und zählt ca. 22.500 Einwohner. Literarisch ist Husum als die graue Stadt am Meer bekannt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Husum im Jahr 1252. Anders als der Nachbarort Mildstedt, der heute unbedeutend ist, war Husum damals unbedeutend. Doch nach der zweiten Marcellusflut im Jahre 1362 war Husum eine Hafenstadt an der Nordsee. Da sich Husum in einer Bucht befand und somit die Transportwege weiter ins Inland deutlich kürzer waren als von den direkten Küsten, entwickelte sich im Laufe der Jahre in Husum ein blühender Markt. Und so stieg die Bedeutung der Stadt über die Jahrhunderte stetig an. Im Jahr 1603 bekam Husum das Stadtrecht und im Jahr 1854 den Bahnanschluss. Nachdem die Stadt Husum am Ende des 19. Jahrhunderts in das neu gegründete Deutsche Reich eingegliedert wurde, gab es noch einmal einen Einwohnerschub, sodass Husum heute 22.500 Einwohner zählt. Der blühende Handel ließ mit der Schließung des Viehmarktes in den 1970ern stark ab. Husum ist noch heute eine schöne Innenstadt mit einem sehenswerten Hafen, vielen Museen sowie dem Theodor Storm Geburtshaus. Der Bahnhof der Stadt befindet sich südlich der Innenstadt, womit wir im eigentlichen Thema wären. Eröffnet wurde der Bahnhof Husum im Jahr 1854 mit dem Bau der Bahnstrecke von Tönning über Husum nach Flensburg. Die Bahnstrecke stellte eine direkte Verbindung von den Nordseehäfen zum Ostseehafen in Flensburg dar. In Osterohrstedt zweigte dabei eine Strecke nach Rendsburg ab, von wo aus man weiter nach Neumünster reisen konnte, von wo aus wiederum Umstiegsmöglichkeit zur Bahnstrecke Kiel-Hamburg bestand. Somit war Nordfriesland an Hamburg und Süddeutschland angeschlossen. Im Jahr 1867 ging eine Direktverbindung von Rendsburg nach Flensburg in Betrieb, was einige Änderungen im Streckenverlauf der bisherigen Strecke Husum-Flensburg mit sich führte. Denn nun ging eine Verbindungskurve von Osterohrstedt nach Jübeck, weshalb die bisherige Verbindungskurve zur Strecke nach Flensburg stillgelegt wurde. Die Verbindungskurve Richtung Rendsburg existierte noch bis 1869, wurde dann ebenfalls stillgelegt, sodass man jetzt von Husum aus die Bahnstrecke Flensburg-Neumünster über Jübeck erreichte. Im Jahr 1878 wurde die Marschbahn von Elmshorn ausgehend bis Karolinenkoog verlängert, von wo aus man mit einer Fähre nach Tönning reisen konnte und dort in den Zug Richtung Husum umsteigen konnte. 8 Jahre nach der Eröffnung der Strecke nach Karolinenkoog
ging dann auch die Direktverbindung von Heide nach Husum in Betrieb, wodurch die sogenannte Marschbahn nun Husum erreichte. Nur ein Jahr später war die Strecke bereits über Bredstedt und Niebüll bis Tondern verlängert worden, von wo aus Umstiegsmöglichkeit Richtung Heuerschleuse bestand, von wo aus wiederum eine Fähre auf die damals schon beliebte Fährgeninsel Sylt fuhr. Das Jahr 1902 brachte einige Änderungen innerstädtisch mit sich. Denn seit der Eröffnung der Marschbahn verliefen die Strecken nach Tönning und Heide einige Kilometer ziemlich in der Nähe. Im Jahr 1902 wurde der Abzweig Hörn gebaut, sodass seitdem die Strecke Richtung Tönning erst nach ein paar Kilometern von der Marschbahn abzweigt. Im Jahr 1904 wurde dann eine Direktverbindung von Rendsburg nach Kiel eröffnet, sodass man von Husum nach Kiel nun deutlich kürzere Reisezeiten hatte. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen noch einige Streckenverlängerungen und Streckeneröffnungen hinzu. Im Jahr 1910 wurde eine weitere Bahnstrecke über Erfde nach Rendsburg eröffnet. Im Jahr 1920 wurde mit der Verbreiterung des Nord-Ostsee-Kanals die Marschbahn zwischen St. Michaelisdonn und Wilster über Burg und Hochdonn verlegt, da dort eine Hochbrücke in Betrieb ging. Im Jahr 1926 ging eine Direktverbindung von Husum nach Flensburg in Betrieb. Und im Jahr 1927 konnte dann der Hindenburgdamm zwischen dem Festland und Westerland auf Sylt fertiggestellt werden, sodass seitdem mit der Bahn eine Direktverbindung bis Westerland auf Sylt herrscht. Die Bedeutung der Marschbahn und somit auch des Bahnhofes Husum stieg somit kontinuierlich an. Die letzte neue Bahnstrecke kam dann im Jahr 1932 mit der Verlängerung über Tönning hinaus nach Bad St. Peter-Ording hinzu. So bestand nur noch auf der Halbinsel Eiderstedt eine Bahnverbindung bis zur Nordseeküste. Im Jahr 1959 wurde dann der Personenverkehr auf der Strecke nach Flensburg eingestellt und bis in die 70er wurde die Strecke stückweise demontiert. Im Jahr 1974 wurde dann auch der Personenverkehr nach Rendsburg eingestellt. Der Güterverkehr herrschte noch auf Teilabschnitten und bis 1999 wurde auch dieser eingestellt. Für die Strecke nach Bad St. Peter-Ording gab es ebenfalls Stilllegungsplanungen, die sich allerdings nie durchsetzten, sodass diese Strecke noch heute in Betrieb ist und Husum heute einen Bahnknoten der Strecken nach Hamburg, Westerland, Bad St. Peter-Ording und Kiel darstellt. Der Bahnhof befindet sich wie angesprochen südöstlich der Innenstadt und liegt in der Poggenburger Straße. Das heutige dritte Bahnhofsgebäude existiert seit 1910. Doch die Position des Bahnhofes hat sich seit der Eröffnung 1854 nicht verändert, wobei das erste Bahnhofsgebäude sich auch auf der anderen Seite des Bahnhofes befand. Das Bahnhofsgebäude ist ein Backsteinbau und über dem Eingang befindet sich eine Bahnhofsuhr. In der Bahnhofshalle befinden sich Sitzgelegenheiten, Fahrkartenautomaten und ein DB-Reisezentrum. Außerdem kann man hier auch Reisebedarf wie zum Beispiel Bücher und Snacks erwerben. Über eine Unterführung gelangt man zu den Mittelbahnsteigen. Es handelt sich um zwei Mittelbahnsteige mit den Nummern 1-3 sowie 4-5. Zu beiden Mittelbahnsteigen führen Aufzüge. Neben dem Gleis 1 kann man noch die verbliebenen Überreste eines ehemaligen Hausbahnsteiges erkennen. Beide Mittelbahnsteige sind 76 cm hoch. Der Mittelbahnsteig von Gleis 1 und 3 ist 360 Meter lang und der Gleise 4 und 5 430 Meter lang. Von den Gleisen 1 und 3 gibt es Verbindungen zur direkt hinter dem Bahnhof abzweigenden Strecke Richtung Lübeck und weiter Richtung Kiel. Zwischen der Abzweigung der Strecke Richtung Lübeck und der Marschbahn Richtung Heide befindet sich ein Betriebswerk. Dieses Betriebswerk wurde von 2006 bis 2016
von der Nord-Ostsee-Bahn für die Instandhaltung, Beheimatung und Wartung der Züge genutzt. Doch seit 2016 hat die Nord-Ostsee-Bahn komplette Zugleistungen verloren. Seitdem treibt die Marschbahn, auf der vorher die Nord-Ostsee-Bahn fuhr, die DB Regio. Diese nutzt aktuell das BW in Husum noch als Werkstatt- und Abstellanlage, ein BW ist es jedoch nicht mehr. Bald soll auch die Wartung der Züge in Neumünster geschehen, sodass das ehemalige BW dann nur noch als Abstellanlage dienen soll. Nördlich des Bahnhofes wird die Marschbahn, die von Hamburg bis Husum durchgehend zweigleisig ist, eingleisig. Denn nördlich des Bahnhofes folgt eine Klappbrücke über die Husumer Mühlenau. Kommen wir nun zum Zugverkehr. Wie bereits angesprochen, findet in Husum ein Taktknoten statt, das heißt alle wesentlichen Linien treffen sich hier immer zur halben Stunde. Zur Minute 25 haben die Linien RB64 aus Bad St. Peter-Ording und RE74 aus Kiel Ankunft in Husum. Zur Minute 28 folgt der RE6 aus Hamburg und zur Minute 29 der RE6 aus Westerland. Die Gleisbelegung ist dabei wie folgt. Auf Gleis 1 steht der RE74 nach Kiel, auf Gleis 3 die RB64 nach Bad St. Peter-Ording, auf Gleis 4 der RE6 nach Westerland und auf Gleis 5 der RE6 nach Hamburg. Der RE6 nach Westerland verlässt den Bahnhof zuerst, nämlich zur Minute 30. Zur Minute 31 folgt der RE aus Hamburg. Der RE aus Kiel verlässt den Bahnhof zur Minute 35 und kurz darauf verlässt zur Minute 36 dann auch die RB64 nach Bad St. Peter-Ording den Bahnhof. Schauen wir uns nun die angesprochenen Linien etwas genauer an. Beginnen wir mit dem RE74 Husum-Kiel über Schleswig und Rendsburg. Diese Linie verkehrt im Stundentakt. Die Züge starten von 4.35 Uhr bis 23.35 Uhr in Husum und kommen von 5.25 Uhr bis 1.25 Uhr an. Der letzte Zug des Tages in beide Richtungen hält dann auch zwischen Rendsburg und Kiel an allen Unterwegsbahnhöfen. Ansonsten sind die Unterwegshalte dieses Regionalexpress Jübeck, Schleswig, Hofschlag, Rendsburg, Felde und der Endbahnhof Kiel Hauptbahnhof. Die Fahrzeit von Husum bis Kiel beträgt 1 Stunde und 22 Minuten. Kommen wir nun zur RB64 Husum-Bad St. Peter-Ording, die ebenfalls im Stundentakt verkehrt. Die Züge dieser Linie starten von 4.36 Uhr bis 22.36 Uhr in Husum und kommen dementsprechend von 6.24 Uhr bis 0.25 Uhr in Husum an. Die Unterwegshalte dieser Regionalbahn sind Witzwort, Harbleck, Tönning, Karting, Katharinenherd, Garding, Sandwehle, Tarting, Bad St. Peter Süd und letztendlich Bad St. Peter Ording. Die Gesamtfahrzeit über die Halbinsel Eiderstedt bis Bad St. Peter Ording beträgt 51 Minuten.
Auf beiden Linien, also Linien RB74 und RB64, kommen Dieseltriebwagen der Baureihe 648 zum Einsatz, die ab 1999 gebaut wurden, wobei es sich bei den Zügen der Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein um Exemplare circa aus den Jahren 2010 handelt. Fahrzeuge sind 41,81 Meter lang und bieten ca. 110 Sitzplätze. An einem Zugende befindet sich auch ein Erste-Klasse-Bereich und auch Mehrzweckabteile sowie behindertengerechte WCs können diese Züge bieten. Die höchste Geschwindigkeit liegt bei 120 km/h. Die wichtigste und meist ausgelastete Linie in Husum ist jedoch weder die nach Kiel noch die nach Bad St. Peter-Ording, sondern der RE6 Hamburg-Altona, Westerland auf Sylt, über Elmshorn, Itzehoe, Heide, Husum und Niebüll. Auch diese Linie verkehrt im Stundentakt. Verbindungen von Husum nach Westerland bestehen stündlich von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr und von Husum nach Hamburg von 4.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Der RE6 hält auf seiner Reise von Westerland nach Hamburg in Westerland, Keitum, Morsum, Klangsbüll, Niebüll, Langenhorn, Bredstedt, Husum, Friedrichstadt, Lunden, Heide, Itzehoe, Elmshorn und Hamburg-Altona. Vereinzelte Züge halten auch in Glückstadt. Und frühmorgens und spätabends gibt es auch Züge, die zwischen Heide und Itzehoe zusätzlich an allen Unterwegsbahnhöfen halten. Bevor wir uns das Fahrzeugmaterial genauer anschauen, werfen wir zunächst noch einen Blick auf Verstärkerzüge der Linie RE6. Denn zwischen Niebüll und Westerland herrscht im Sommer ein 30-Minuten-Takt. Da sich die Abstellanlage jedoch wie angesprochen in Husum befindet, fahren morgens 3 Verstärkerzüge nach Westerland und abends 3 Verstärkerzüge von Westerland nach Husum, die wie angesprochen meist nur im Sommer verkehren. Die Verstärkerzüge starten morgens in Husum um 5 Uhr, 6 Uhr und 7 Uhr und kommen abends um 17 Uhr, 18 Uhr und 19 Uhr an. Ebenfalls Direktverbindungen in die Abstellanlage nach Husum gibt es auch von der RB62 Heide-Itzehoe. Morgens startet um 6.25 Uhr eine RB nach Itzehoe bereits in Husum und abends wird eine RB Itzehoe-Heide nach Husum verlängert. Ankunft in Husum ist um 22.14 Uhr. Anders als auf den Zügen der Linien RE6 und RE60 kommen auf der RB62 Dieseltriebwagen der Baureihe 622 zum Einsatz. Wie eben schon angedeutet, gibt es neben dem RE6 und den RB62 Verstärkern auch noch Verstärker der Linie RE60. Der RE60 hält deutlich seltener als der RE6, verkehrt jedoch nur 3-mal täglich, im Winter gar nicht und von Montag bis Freitag nur 1-mal täglich. Nur im Sommer, dafür auch jeden Tag, verkehrt ein Regionalexpress, der am Hamburger Hauptbahnhof, nicht wie alle anderen Züge in Hamburg-Altona, beginnt, nach Westerland. Start in Hamburg Hauptbahnhof ist um 14.02 Uhr. In Husum besitzt der Zug einen etwas längeren Aufenthalt von 15.46 Uhr bis 15.58 Uhr. Im Westerland ist der Zug dann um 17.05 Uhr. Der Zug hält unterwegs nur in Heide, Husum, Niebüll, Klangsbüll, Morsum, Keitum und Westerland. Die 2 weiteren Verstärker, die nur am Wochenende verkehren, verlassen Hamburg-Altona um 7.30 Uhr sowie 8.22 Uhr, fahren ab Husum um 9.04 Uhr und 10.04 Uhr und erreichen Westerland um kurz nach 10 und kurz nach 11. Diese Züge halten anders als der vorher erwähnte RE60-Zug nicht in Heide nach Hamburg-Altona, halten sie also als nächstes erst wieder in Husum und danach in Niebüll, Klangsbüll, Morsum, Keitum und Westerland.
Eine Fahrt von Husum nach Westerland dauert 1 Stunde und 5 Minuten und eine von Husum nach Hamburg 1 Stunde und 50 Minuten. Niebüll, also die nächste größere Stadt nördlich von Husum, ist nach 30 Minuten erreicht und Heide, die nächste größere Stadt südlich von Husum, ebenfalls. Denn sowohl in Niebüll als auch in Heide findet ebenfalls ein Taktknoten statt, sodass es auch gute Verbindungen von Husum nach Büsum, Neumünster, Tondern und Daggebüll gibt. Doch kommen wir nun zu den Fahrzeugen des RE6. Eigentlich kommen auf dem RE6 Merit-Pair-Wagen zum Einsatz. Diese Wagen wurden zuvor bereits seit 2005 von der Nord-Ostsee-Bahn eingesetzt und wurden dann zum Fahrplanwechsel im Dezember 2016 von der DB Regio übernommen. Das Prinzip der Merit-Pair-Wagen ist, dass zwei Wagen immer quasi verheiratet sind, da nur jeder zweite Wagen eine Energieversorgung bekommen hat. Deshalb gibt es vorgefertigte Zugkonfigurationen. Auf dem RE6 verkehren in der Regel 6 Wagengarnituren, teilweise auch 4 Wagengarnituren. Der Wagen hinter der Lok besitzt auch immer einen Erste-Klasse-Bereich. Die restlichen Wagen haben teilweise Mehrzweckbereiche, behinderte Toiletten und vieles mehr. Eine ausführliche Doku über die Merit-Pair-Wagen erhaltet ihr auf dem Kanal Zug 2013, Link in der Videobeschreibung. Bei diesen Merit-Pair-Wagen riss im November eine Kupplung. Daraufhin mussten alle Wagen vorübergehend abgestellt und geprüft werden, weshalb ein Ersatzkonzept gefahren wurde. Seit April sind wieder vereinzelte Züge im Einsatz. Und so fahren aktuell nur noch auf ca. ein Drittel bis die Hälfte der Züge Ersatzgarnituren. Über die Entwicklung und die Fahrzeuge der Ersatzzüge gibt es ebenfalls eine Dokumentation von Zug 2013, Link in der Videobeschreibung. Die Ersatzzüge sind bunt zusammengewürfelte Garnituren, die aus Nachtzug-Sitzwagen, ehemaligen Interregio-Wagen, sowohl im Intercity, als auch im Schleswig-Holstein-Express-Design, sowie N-Wagen, die äußerlich entweder den verkehrsroten DB Regio-Look oder auch bereits an National Express verkauft waren und auch dementsprechend diesen Look besitzen. Von innen präsentieren sich die Sitze im DBM, OFV, teils sogar im Hannover-Design. Der Wagen von National Express besitzt von innen das OFV-Design. Die Steuerwagen der Ersatzgarnituren sind Wittenberger Steuerwagen, also zu Steuerwagen umgebaute N-Wagen. Ein Steuerwagen ist auch von National Express, es handelt sich jedoch ebenfalls um einen sogenannten Wittenberger Steuerwagen. Die Ersatzzüge besitzen meist ebenfalls 6 Wagen, es gibt jedoch auch 4- und 5-Wagen-Garnituren. Die Lok ist bei allen Zügen, egal ob Ersatzzug, Regelzug oder sonst irgendein Zug, planmäßig eine Baureihe 245. Doch nun genug zum Nahverkehr, kommen wir zum Fernverkehr, der natürlich keinen Taktknoten bildet, da zum Taktknoten in Husum ja nur Nahverkehrszüge ankommen, die alle Gleise belegen. Beim Fernverkehr beginnen wir zunächst mit dem Sylt Shuttle Plus, einem erst letztes Jahr eingeführten Fernzug zwischen Bredstedt und
Westerland, der dreimal täglich bereits in Husum startet. Der Zug wird in Niebüll an den Autozug nach Westerland angehängt, was sehr zeitaufwendig ist. Der Zug startet in Husum um 8.49 Uhr, 16.13 Uhr und 20.19 Uhr. Niebüll erreicht er nach 34 Minuten, sodass er hier nur geringfügig langsamer ist als die Regionalexpresszüge. Doch aufgrund der Rangierfahrt, um in Niebüll einen Autozug anzukuppeln und in Westerland vom Autozug abzukuppeln, ist Westerland erst nach 1 Stunde und 41 Minuten erreicht, was 36 Minuten mehr sind als die Fahrzeit des Regionalexpress. Denn interessanterweise wird der Sylt Shuttle Plus in Niebüll vom planmäßig verkehrenden Regionalexpress überholt. Da man für den Sylt Shuttle Plus jedoch trotzdem den Fernverkehrspreis zahlen muss, da die Bahn diesen eigenwirtschaftlich fährt, ist der Zug sehr schwach ausgelastet, sodass von den 120 Sitzplätzen mit Sicherheit nie mehr als 10 besetzt sind. Seit diesem Jahr kann man in diesem Zug sein Fahrrad kostenlos mitnehmen. Auf den Zügen des Sylt Shuttle Plus kommen 6 28er zum Einsatz, die weiß mit rotem Fensterband lackiert sind. Höchstgeschwindigkeit dieser Züge ist 120 km/h. Doch es gibt auch weitaus sinnvollere und mehr ausgelastete Fernzüge in Husum. Nämlich die viermal täglich verkehrenden Intercity-Zugpaare nach Westerland auf Sylt, von denen im Winter je nach Wochentag nur 2 bis 3 verkehren. Wir schauen uns allerdings den Fahrplan im Sommer an. Die 4 Direktverbindungen von Westerland nach Süddeutschland starten in Westerland um 9.26 Uhr, 10.56 Uhr, 13.26 Uhr und 15.26 Uhr. Und verlassen Husum dementsprechend um 10.41 Uhr, 12.12 Uhr, 14.41 Uhr und 16.41 Uhr. Der erste Zug, 9.26 Uhr Westerland und 10.41 Uhr Husum, verkehrt über Hamburg, Bremen, Dortmund und Köln nach Stuttgart, wo er um 20.24 Uhr nach 11-stündiger Fahrzeit ankommt. Der zweite Zug, 10.56 Uhr ab Westerland und 12.12 Uhr ab Husum, verkehrt über Hamburg, Hannover, Kassel und Frankfurt am Main nach Karlsruhe. Ankunftsort ist um 20.52 Uhr nach knapp 10 Stunden seit Westerland. Der dritte Zug verkehrt genauso wie der erste Zug über Bremen, Dortmund und Köln, jedoch hinter Mainz nicht nach Stuttgart, sondern nach Frankfurt am Main. Ankunftsort ist nach einer etwas über 10-stündigen Fahrt um 23.31 Uhr. Letzter Zug, 15.26 Uhr Westerland und 16.41 Uhr ab Husum, verkehrt über Hamburg und Berlin nach Dresden. Ankunft dort ist nach 7,5 Stunden um 23.04 Uhr. Abends bzw. nachmittags verkehren die Intercities ab Husum Richtung Westerland um 11.16 Uhr, 13.16 Uhr, 15.16 Uhr und 17.40 Uhr. Der Zug, der in Husum bereits um 11.16 Uhr abfährt, gehört zum Intercity-Zugpaar nach Stuttgart, wobei der Zug morgens nicht in Stuttgart, sondern erst in Köln beginnt, sodass die Direktverbindung nach Stuttgart nur von Westerland aus besteht. Auf allen Intercity-Zugpaaren werden Intercity-Wagen meist modernisiert eingesetzt. Die von einer Diesellok der Baureihe 218 gezogen werden. Jeweils bis bzw. ab Itzehoe ist dann eine Baureihe 101 für den Zug zuständig. Denn das hier die Richtung Karlsruhe besitzt auch immer einen Steuerwagen, da er in Frankfurt am Main die Fahrtrichtung wechseln muss. Die anderen Züge verkehren meist ohne Steuerwagen.
Zu diesen Regional- und Fernzügen kommen noch vereinzelte Güterzüge durch den Bahnhof Husum. Damit wäre ich dann auch am Ende dieser Dokumentation angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.